Moin Moin, willkommen zurück zu Patron, dem neuen Aufbauspiel hier bei mir auf dem Kanal. Wobei es ja nicht das einzige ist. Going Medieval spielen wir ja auch noch und ja, verschiedene andere. Aber das ist das erste, welches ich derzeit in einem mittelalterlichen Setting oder Kolonialstil-Setting spiele. Mittelalter ist ja eher nicht mehr. Ja. Und in der letzten Episode haben wir den Tornado überstanden und vor allem sind jetzt die Soundprobleme, die ich beim letzten Mal hatte, ja, denke ich, wieder behoben. Hab den Fehler gefunden und von daher kriegt ihr jetzt in der gewohnten Soundqualität meine Stimme zu hören, während ich hier unsere Ratshalle, Versammlungssaal fokussiere und gucke, wie der ein oder andere hier entlang marschiert und lang geht. Ach, guck mal, ist das hier ein Kind? Ja, ist ja verrückt. Habe ich früher schon mal ein Kind gesehen, was hier lang läuft? Ich glaube nicht. Im Grunde genommen haben wir derzeit in unserer Siedlung zwei Bereiche. Einmal den Gründungsanteil neben der Ratshalle oder dem Versammlungssaal. Dann haben wir hier drüben noch unseren Waldbereich, unser wie sagt man, Waldhausen nennen wir es mal. Genauso wie hier vorne den Bereich mit unseren Obstplantagen und hier die Felder mit Weizen, was man auch mit Gerste noch umbauen könnte, anbauen könnte und dergleichen. Die einzige Herausforderung, die wir derzeit haben, ist aufgrund dessen, dass ich vergessen habe bzw. ein bisschen vernachlässigt habe, dass die Bauern und Arbeiter ja Bedürfnisse haben und diese Bedürfnisse auch erfüllt bekommen möchten, sind einige abgewandert. Wir waren hier mal schon bei über 30, 31. Dankenswerterweise haben wir ja ein paar Gefangene vom König geschickt bekommen. Klein-Australien lässt grüßen und ja, nichtsdestotrotz haben wir einige Siedler leider verloren, weshalb wir auch ein bisschen Leerstand haben. Wir sehen das da. Derzeit sind drei Häuser unbesetzt. Und drei unbesetzte Häuser bedeutet natürlich auch, dass wir weniger an Steuereinnahmen bekommen. Und das wiederum ist etwas, was wir in der Kasse spüren. Ja, im Grunde genommen ist es aber auch so, dass wir ein bisschen mit der Nahrung zu kämpfen hatten. Ja, wir waren kurz davor, dass die Nahrungsspeicher, die Lebensmittelspeicher leer gewesen wären, wenn nicht unsere Ernte dazu gekommen wäre. Denn im goldenen Oktober wurde hier geerntet. Es wurde eigentlich schon im August geerntet. Es wurde Weizen eingelagert in das neu gebaute Depot, welches wir hier haben. Und hier können wir es dann auch nochmal sehen. Weizen, Weizen, Weizen. 1474 Weizen haben wir da drin. 147 Fisch, aber ich weiß es gar nicht. Ist das die Gesamt... ja. Also alle Lager zusammen haben so viel drin. Fisch könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr sein. Schwein, ja, haben wir auch nicht so viel. Aber das, was wir jetzt haben, sind Möbel. Das ist schon mal wirklich gut, denn das ist ein Luxusgut, was unsere Bauern gerne haben wollen. Und dass wir ihnen jetzt durch unsere Schreinerei, die wir hierhin gebaut haben, natürlich auch zur Verfügung stellen. Und ein für mich wichtiger Anteil ist, frühzeitig die Optimierung zu beginnen. Denn der Unterhalt ist schweinemäßig teuer. Und ich bin der Überzeugung, dass je früher man hier Münzen investiert, auch wenn es teuer ist am Anfang, desto mehr spart man zum Schluss natürlich. Ne? Auf die Jahre gesehen wird sich das amortisieren und nach ein paar Jahren würden diese Investitionen, die wir da jetzt getroffen haben, dafür sorgen, dass wir zum Schluss deutlich günstiger wegkommen als vorher. So, wir können noch mal gucken, ob wir noch hier das ein oder andere verkaufen können. Kleidung beispielsweise haben wir mittlerweile ziemlich viel. Und da könnten wir zum Beispiel mal 25 verkaufen. Feuerholz haben wir auch noch eine ganze Menge, aber das möchte ich erstmal nicht verkaufen.
Guck dir das an, hier auf Eisen. 18% Steuern vom König, ne? Ja, das ist ja eine bodenlose Frechheit. Ja, Gebühr 8 Euro. Ja, Leder behalten wir. Töpferwaren haben wir noch nicht. Das interessiert uns auch erstmal nicht, weil es noch ein bisschen dauert, bis wir das erforscht haben werden. Und jetzt könnten wir ein bisschen von dem Weizen noch verkaufen. Aber das bringt uns zum Schluss auch nicht so viel. Klar. Ein bisschen was bringt uns das natürlich schon, ne? Wir können ja mal voll machen, bis wir bei 200 sind. Und dann kriegen wir zumindest 225 an Gebühr. Weizen haben wir ja auch 1461. Und dann handeln wir das und warten drauf, dass das nächste Handelsschiff hier vorbeikommt. Ja, in der letzten Folge wollte ich auch, also zunächst einmal, gucken wir jetzt nochmal hier in die Stellenübersicht rein. Da habe ich ja die Fischer jetzt aufgewertet und dafür die Minen etwas weniger mit Minenarbeitern bestückt. Allein dafür, dass wir halt mehr Fisch produzieren können. Welche natürlich auch, also hier 108 natürlich, ne, weil es zwei Mitarbeiter sind, zwei Fischer. Und hier 54, weil es nur einer ist. Und hier haben wir die widerstandsfähigen Netze 3 natürlich schon ausgeworfen. Das heißt 65% plus an Produktion macht hier 1485 Fische pro Jahr, wohlgemerkt. Ne? Guck mal, der kann auch krabben. Das ist ja ein Ding. Wollen wir hier dann mal Krabben machen? Ah, da brauchen wir Holz. Okay. Dann lass uns doch hier Krabben machen, weil Krabben mit Sicherheit auch wieder irgendeine, ja, eine Abwechslung bieten. Gut, und als nächstes wollte ich eigentlich anfangen, hier mal eine Farm zu bauen. Wobei ich mir natürlich auch nochmal angucken möchte, was wir denn hier noch machen können. Also wir sehen ja hier eine Kerzengießerei. Die braucht Wachs. Dafür braucht sie... Jetzt muss ich mal gucken, wo kommt der Wachs nochmal her? Das Wachs, der Wachs, das Wachs. Wo kommt Wachs her? So, Zeugschmied, Kohle, Eisen. Nee, das ist nicht Fischerei, Fischerhütte. Lehmhütte, Töpferei, Bienenstock. Ich glaube, da kommt... Ja, produziert Wachs, genau. Honigbienen, das ist auch gut. Es braucht ja 120 pro Jahr. Und das wäre ja auch schon mal eine Sache, aber es muss noch erforscht werden. Lagerhaus muss noch erforscht werden, ein großes Lagerhaus. So, Schreinerei, die haben wir schon. Muss auch noch erforscht werden. Juweliergeschäft. Och Mensch, Jungs, was wir hier noch alles erforschen müssen. Ölmühle. Sonnenblumen brauchen wir dafür. Hier ist die Bäckerei. Genau, auch die müssen wir noch erforschen. Genau wie die. Ach Mensch, was wir alles erforschen müssen. Gucken wir nochmal rein in unseren Tech Tree. Hier unten haben wir also die Lebensmittelproduktion als Richtlinie. Ja, gut, das erhöht nur die Effizienz um 10%. Kleine Statuen, kleiner Springbrunnen brauchen wir erstmal nicht, die kleinen Dinge. Das erhöht tatsächlich nur die Zufriedenheit in einem kleineren Radius um 0,1. Schreinerei haben wir, Holzkohlebrenner. Das wäre dann das nächste. Das heißt, hier wird Holz verbrannt, ne, die klassische Köhlerei, um Kohle herzustellen. Ja, sehe ich jetzt aber auch erstmal noch nicht als ganz so wichtig an. Ne? Pilzfarm hingegen wäre etwas, wo wir sagen können, da können wir natürlich deutlich mehr an Pilzen herstellen. Und könnten uns möglicherweise auch den die Sammler sparen, zumindest einen von denen. Lebenswichtige Güter. Erhöht die Produktion von Sammlerunterkünften, Försterhütten, Fischerhütten, Jagdhütten, Kräuterhütten, Minen, Steinbrüchen. Okay, alles nochmal um 10%. Müssen wir auch erforschen, damit wir dann Richtung Töpferei kommen.
Gut, hier gehen die einfach schneller. Steinbruchbecken. Heimunterricht. Erhöht die Bildung. Propaganda, das wäre doch etwas. Achso, das ist Loyalität nur. Ja. Anreiz zur Einwanderung haben wir nämlich schon gehabt. Feldaussaat 2. Anpflanzung von Blumen, das ist doch etwas, was wir eigentlich bräuchten. Ja, machen wir mal das. Erforschen wir mal das. Jetzt haben wir noch 20 Taler übrig. Aber irgendwann kommt ja das Schiff und wird dann dafür sorgen, dass wir zumindest die 200 noch was Taler dazu bekommen. Und während das so lange vor sich hin plätschert, werde ich das Ganze mal ein bisschen beschleunigen, sodass es dann auch ein bisschen zügiger vonstatten geht. Ja, in der letzten Folge habe ich auch gesehen, dass hier vorne so Dinger rumliegen. Das könnte ja auch irgendwas sein, ne? Hier so kohlemäßig oder irgendwas zum Abbauen. Das ist so geil, wie die Frauen hier die fetten Stämme tragen. Und er macht hier draus vermutlich, keine Ahnung, braucht er das Holz zum Aufspannen der Tierfelle oder wofür ist das? Wildfleisch, ja. Ja, und hier hinten möchte ich ja eigentlich unser landwirtschaftliches Zentrum mit aufbauen, mehr einrichten. Wir können auch hier natürlich noch ein Feld einrichten und dann haben wir die Distillerie da mittendrin. Ja, okay, aber wir haben auch noch knapp 3400 offene Lagerspots. Brauchen also noch kein weiteres Depot, das wollte ich damit sagen. Gut, was sehe ich hier? Das ist immer so ein Ding, ne? Ich sehe, wenn hier Winter ist, sehe ich meine Maus immer nicht. So, Zeugschmied. Optimierung. Das können wir nochmal machen. Ah, dann wird es ein bisschen günstiger. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber auch beim Zeugschmied muss man gleich mal gucken, ob wir den nicht möglicherweise pausieren. Und sagen, komm Junge, kümmere dich erstmal um andere Dinge. Denn wir brauchen mehr Arbeiter. Bergarbeiter, das sieht noch ganz gut aus. Wobei Kohle müssten wir nochmal ein bisschen haben. So, also, der König richtet seine Grüße aus. Eure Majestät, der König hat ein Schiff voll mit Gütern für unsere schöne Stadt geschickt. Er ist offensichtlich zufrieden mit uns. Ausgezeichnet. Bitte benachrichtigt. Bitte benachrichtige den König, dass wir das Geschenk annehmen. Kleidung 300, Kohle 185, Eisen 240. Das ist doch eine nette Geste von unserem König. Solche Schiffe kann er häufiger vorbeischicken, ne? Da bin ich doch fest von überzeugt. Beißt die Maus keinen Faden ab, wie ich mal so gern sage. So, irgendwo hier links ist die Maus. Da. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir richtig viel Kleidung, wovon wir natürlich auch eine ganze Menge wieder verkaufen können mit dem nächsten Schiff. Denn wir brauchen ja Geld. Darum geht es ja zum Schluss auch. Und was wir mit unserem Geschenk des Königs machen, das ist ja auch unsere Sache. Was braucht er denn? Ja, gut, er braucht Kohle. Und so weit weg ist die ja nicht, weil das andere Lager oder Depot ist ja hier vorne. Das heißt, ja, wir brauchen hier dringend etwas anderes, nämlich mehr Arbeiter. So, und jetzt nehmen wir mal den, wo haben wir ihn denn? Schreiner, Brenner, Wächter, nein, Hafenarbeiter, nope. Schneider, Zeugschmied. Ja, den nehmen wir mal weg und packen einen weiteren Arbeiter hier vorne rein. Ja, dann haben wir zumindest schon mal drei. Ja, und dann bin ich gespannt, wann denn hier endlich die nächsten Siedler ankommen, die uns unterstützen wollen. Sammler 1 von 4.
Den haben wir da. Verschiedene Wildfrüchte und Pilze je nach Saison. Effizienz 93%. Menge 290. Jagdhütte, Sammlerunterkunft. Ja, dann pausieren wir den hier. Und starten stattdessen den hier. Und dann kann er darüber gehen. So hoffe ich zumindest. Haselnüsse. Guck mal, was der alles sammelt. Schöne, schöne Geschichte. So, dann geht der da nämlich weg. Erhöhe die maximale Anzahl der Bürger, die in diesem Gebäude arbeiten. Ja, null. Ich möchte, dass da null arbeiten. Stattdessen möchte ich, dass der hier arbeitet. Jo. Was hat er da? Eine Wurzel. Hervorragend. So. Da haben wir die Effizienz gesteigert. Er hat einen größeren Korb, kann also gleichzeitig mehr schleppen. Das ist doch wunderbar. Gucken wir nochmal bei den Bauern rein. Landwirt, da. 3 von 3. Würde mich bedeuten, wenn wir jetzt hier noch ein Feld aufmachen, brauchen wir natürlich auch noch einen Bauern. Die Frage ist, wenn ich die Felder gleich größer mache, ob der Bauer dann damit auch klarkommt. Ja, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, hier jetzt einfach mal so ein eine Farm zu bauen. Ich glaube, die war bei 12x12, was sie braucht. Größer geht nicht. Achso, maximale Stallgröße 20x20. Würde also hier ganz gut hinpassen. So, schauen wir mal rein. Ich finde meine Maus schon wieder nicht da. 48 Bauholz brauchen wir. Jo, da bin ich gespannt. Distillerie, was fehlt dir? Ah, geh weg. So, jetzt aber. Es fehlt ein wenig Weizen. Ja, das Problem ist, dass ich einfach zu wenige... Ach, gucke mal. Wenige Arbeit habe. Jetzt habe ich 5. Das ist schon mal gut. Und da steht es auch nochmal. Allgemeiner Arbeiter erledigt alle möglichen Arbeiten, wie zum Beispiel das Herumtragen von Ressourcen und den Bau von Gebäuden. Es ist wichtig, allgemeine Arbeiter in deiner Arbeitskraft zu haben, da deine Produktion sonst zum Stillstand kommen könnte. Ja, das ist tatsächlich nochmal eine Herausforderung, die das Spiel für uns bietet. Denn wir wollen natürlich vorankommen und mehr spezialisierte Gebäude bauen, die natürlich auch mit Arbeitern gefüllt werden müssen. So, wieder ein neues Ereignis oder eine neue Nachricht. Einheimische Reliquien. Die Erweiterung unserer Stadt hat ein verlassenes Heimatdorf ausgegraben und einen Friedhof, wie es scheint, oder eine andere spirituelle Stätte. Die Nachricht hat sich schnell verbreitet und es scheint, dass sowohl die Kirche als auch der König interessiert sind. Der König jedoch will alles haben, während die Kirche hofft, die Beute zu teilen. Ich möchte nichts davon haben, wenn der König es will, kann er seine Leute zum Sammeln schicken. Bauern und Arbeiter, Treue plus 15, Sicherheit minus 10, Kaufleute minus 10, minus 10. So, die Hälfte klingt fair, lass die Kirche wissen, dass wir einverstanden sind, auch wenn unsere eigenen Leute abergläubisch werden könnten. Dafür kriegen wir 946 Taler. Bauern haben ein Sicherheitsgefühl von minus 20. Ja, das machen wir doch. Ne? Also, da sind wir dann bei 77. Das ist ja in Ordnung. Ja. Doch, doch. Das machen wir. Wow, haben wir viel Geld. Guck dir das an. Ja, schön finde ich auch diesen Wechsel
der einzelnen Jahreszeiten ist ganz gut gelöst. Sieht man denn dieses verlassene Dorf hier auch irgendwo? Ich glaube nicht. Ja, in jedem Fall haben wir jetzt mehr als genug. Was? Ein Huhn? Na gut. Kommen da jetzt Hühner drauf? Kleintier kaufen. Erwachsenes Tier kaufen. Für 50. Bist du denn verrückt? 2 von 24 Hühnern. Das heißt, die musst du jetzt kaufen, die Biester. Wir brauchen die Hafer. Ach, Hafer haben wir doch gar nicht. Kinder. Also müssen wir jetzt auch, bevor die Hühner sterben, Hafer kaufen. Wobei es mich interessieren würde, ob die Hühner tatsächlich sterben. So, Krabben kannst du verkaufen für 2 Taler pro Krabbe. So, wo haben wir Hafer? Ja, kostet auch 2. Kaufen wir mal 60 davon. Weizen, ja, können wir ein bisschen was verkaufen. So, machen wir 6 Gewinn insgesamt. Aber da sieht man mal, dass Hafer deutlich mehr wert ist als Weizen. Und dann machen wir Folgendes. In der nächsten Saison werden wir hier Hafer anpflanzen. Hier bleibt es bei Weizen. Und ja, da haben wir keinen Landwirt auf der Farm. Aber sehen wir schon ein paar Eier da rumliegen? Nee. Also kleine Hühner. Okidoki. Dann werden wir jetzt noch einen weiteren Landwirt, sobald ich ihn finde, freischalten. Ja. Und dann kann er sich jetzt um die Hühner kümmern. Ja, hat auch was Entspannendes, ne? Wobei die Musik gerade eher so ein bisschen asiatisch angehaucht ist. Ja, okay. Ja, und wichtig, habe ich gelernt, ist ja auch das hier, ne? So ein kleiner Park erhöht die Zufriedenheit in der Umgebung und ein paar von den Bauern profitieren davon. Genauso wie so ein Brunnen hier. Da müssten wir aber dann hier hinten jetzt weiterbauen und noch einen Brunnen da mal hinsetzen. Schauen wir mal, ob wir noch einen Brunnen finden. Den hätten wir hier. Jo, machen wir mal so, ne? Brauchen wir nur noch eine Straße, die dahin führt, also einen Weg. Schotterstraße. Ja, und ich bin immer noch ein riesiger Freund davon, hier einfach mal nicht symmetrisch zu bauen. Ich meine, du kannst ja leider nicht quer bauen. Aber es soll ja zum Schluss aussehen wie ein gewachsenes Dorf. Und die haben ja früher gebaut, wie sie wollten. Im Sinne von, das Land gefällt mir. Hier lasse ich mich nieder. Na, ist ja nicht so wie Mexico City, dass das hier am Reißbrett entstanden wäre. So, Kohle. Es hilft nichts. Wir müssen im Kohlebergwerk wieder mehr Menschen anstellen. Und jetzt gucke ich erstmal Wartung minus 20. Das macht es schon mal günstiger. So, und dann kommt das noch dazu. Produktion plus
dann gucken wir hier nochmal rein. Weil wir da einen weiteren Bergarbeiter noch dazu packen müssen. So, und jetzt sind wir bei... Ach, jetzt bin ich bei der Eisenmine. Mensch, Kinder. Eisen haben wir noch genug. Ich möchte die Kohlemine. Wo ist sie denn? Da. Habe ich falsch gedrückt. Gut, das haben wir aber auch schon komplett ausgefüllt hier. Heißt, wir bringen jetzt hier einen... 3. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Also, wir haben jetzt hier gerade 2. Produktion 780. Wir haben insgesamt Bergarbeiter 4 und hier drüben in der Mine ist einer beschäftigt. Heißt, 2 von 3, hier müsste doch noch einer dazukommen. Warum passiert das nicht? So, gucken wir mal, Bergarbeiter. Ah, jetzt 3 von 3. Es verwirrt mich trotzdem, weil da ist keiner drin, hier ist einer drin, hier sind 3 drin und 4. Jetzt habe ich aber... Ah, doch. Ja, Junge. Muss ja auch nur richtig gucken, ne? Ja, wer richtig gucken kann, ist klar im Vorteil. Also, jetzt dürfte die Kohleproduktion innerhalb des nächsten Monats auch deutlich steigen. Ich bin gespannt, was denn die Hühner hier dann zum Schluss so herwerben. Ach, guck. Da kriegen wir das schöne Brathähnchen und Eier kriegen wir. Aber warum kriegen wir nur 40 Eier pro Jahr? Das ist ja Quatsch. 40 Eier pro Jahr. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich nur 2 Erwachsene habe und der Rest noch klein heranwachsend ist, Jungtier. Ja, so wie der hier das Feld bestellt und sie... Das ist auf Dauer aber nichts mit der Bandscheibe. Ja, wunderbar. Herausragend. Ja, aber es geht vorwärts. Gucken wir nochmal rein. Was ist das? Das ist die... Das Kleidungsgeschäft, ja. Produktion plus 20. Optimierung, ja, das wäre auch noch gut. Kostet 150, 20 Werkzeuge. Ja, gut, so viel haben wir jetzt nicht gespart, aber... So. Jetzt wird es in jedem Fall, was das angeht, nochmal ein bisschen besser. 456 pro Jahr. Und wir können auch nochmal ganz kurz in unser Depot schauen, wie viele Kleider wir denn haben. 292. Ja, das passt, denke ich. Und wir wollten ja noch ein paar davon verkaufen, ne? Auch nicht zu unterschätzen. Zumindest mal was Bauholz angeht und Feuerholz mittlerweile auf der grünen Seite. Erstmal nicht so wichtig. Schauen wir noch mal ganz kurz in unsere Anwohner rein. Also junge Erwachsene haben wir jetzt 6. Da gucken wir hier drüben noch mal in der Statistik ganz kurz nach bei Anwohnern und schauen uns die jungen Erwachsenen an. Gut, also Rosa Linz ist die nächste. Wenn sie 12 wird, wird sie quasi arbeits- und heiratsreif, geht ins Erwachsenenalter über. Händler haben wir noch gar keine, Klassen haben wir derzeit, was auch immer das heißt. 25 Bauern, 5 Arbeiter und wir nehmen 170 und 220 pro Jahr ein. Ah, okay, die sind anders besteuert. Wie ihm auch sei, worauf ich hinaus wollte, war Folgendes.
nämlich dass Rosalind in 2 Jahren die nächste ist und dann kriegen wir quasi in 3 Jahren Johannes und Roger oder Roger mit dazu und dann weitere 2 Arbeitskräfte und dann kommen Clemens und Abram und Pierre Vase. Ja, und dann haben wir ganz viele kleine. Ja, werden wir sehen, aber erst in der nächsten Folge. Das war eine sehr entspannte Folge, sehr ruhig, nicht ganz so viel passiert. Bisschen gehandelt, den König quasi um Anteile seines Schatzes in dem Dorf, welches hier gefunden wurde, historische Ruinen gebracht, dafür aber von der Kirche eine ganze Menge Gold bekommen. Und ja, wir gucken dann in der nächsten Folge, was wir als nächstes erforschen wollen. Denn wir müssen ja weiterkommen. Ja, Bienenstöcke beispielsweise, könnte ich mir vorstellen. Um ein bisschen Wachs zu produzieren oder möglicherweise auch die Schafsfarm für Wolle und dergleichen. Ja, werden wir sehen. Großes Lagerhaus könnten wir auch bauen. Wir werden es sehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt weitermachen würdet, was ihr forschen würdet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich sehr drüber. Ja, und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann drückt auch gerne auf den Knopf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier oder bei einem anderen Spiel. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.